Ja, ich würde gerne anfangen, mal sehr, sehr grundsätzlich mit der Frage: Kann Musiktheater überhaupt politisch sein? Ja, also die Frage ist, glaube ich, allgemein zu beantworten. Kunst im Allgemeinen kann politisch oder nicht politisch sein, kann sich einmengen oder nicht. Das sagt jetzt noch nichts über die Qualität eines Kunstwerkes eigentlich aus. Das ist ja ein Zusatzmoment, vielleicht eine gewisse Dringlichkeit, die da mitgeliefert wird. Aber natürlich kann ein Musiktheater politisch sein oder nicht politisch. Und das ist auch in der Vergangenheit nicht anders. So ist der Fidelio ist eine politische Oper. Es gibt vielleicht andere Opern, die weniger politisch sind. Mittlerweile ist es ja oft so, dass von Kunst eigentlich fast schon verlangt wird, politisch zu sein oder sich politisch zu äußern. Und Kunst, die man als unpolitisch wahrnimmt, wird oft fast schon als minderwertig angesehen. Ja, oder umgekehrt. Es wird eingefordert, Kunst solle sich bitte nicht einmengen, Kunst solle gefallen, schön sein und nicht wohl. Also es gibt, glaube ich, diese zwei Positionen. Ich wüsste jetzt gern von dir, ob du, was jetzt deine Disziplin betrifft, also jetzt in dem Fall das Musiktheater, siehst du persönlich da eine Verpflichtung zu politischer Haltung? Nein, sehe ich nicht. Also Verpflichtung gibt es nicht, ja, weil ja die Kunst frei ist. Zum Beispiel, ich kann ja jetzt nicht von einem Opernhaus ein Thema kriegen, bitte schreibe eine Oper zur Klimakrise. Das vielleicht funktioniert, vielleicht finde ich was, was mich interessiert, aber das finde ich natürlich nicht gut. Also wenn von oben her ein Thema aufoktroyiert wird. Ich glaube, es geht um den persönlichen Zugang eines Künstlers oder einer Künstlerin und es geht natürlich immer um die Findung eines Themas. Und es geht natürlich, gibt es Werke, die vielleicht gerade in einer Zeit entstehen, wo man das Bedürfnis hat, sich zu artikulieren. Aber es gibt ja auch, um mit Bertolt Brecht zu sprechen, ja auch ein Gespräch über Bäume kann ja genauso einmal wichtig sein. Das heißt, ich muss ja nicht in jedem Werk draufhauen. Das heißt, wie gesagt, das ist eine große Diskussion. Ich glaube, es gibt viele Künstler, die politische Werke schreiben, aber dann ab und zu auch mal das Bedürfnis haben, ein Stück absoluter Musik zu schreiben, die sich nicht mit gesellschaftspolitischen Fragen beschäftigt. Das ist so ein Thema. Natürlich, wenn man für Musiktheater Werke schreibt, dann natürlich ist die Frage, welches Sujet nehme ich? Ich kann ein altes Sujet nehmen, das politisch ist. Wenn ich ein Shakespeare-Drama nehme als Vorlage, bin ich ja genauso politisch. Das kann ich auch ins Heute deuten. Ja. Also sagen, man muss nicht politisch sein. Es ist eine freie, wie in einer Demokratie üblich, eine freie Wahlmöglichkeit. Wenn man jetzt mal die unterschiedlichen Künste versucht zu vergleichen, was würdest du sagen, wie unterscheidet sich jetzt im politischen Potenzial Musik und speziell Musiktheater von anderen Künsten? Naja, Musik, also Instrumentalmusik zum Beispiel, unterscheidet sich natürlich sehr von anderen Kunstformen, weil sie eigentlich abstrakt ist. Also ein Streichquartett wird in dem Moment, mengt sich politisch ein, indem ich vielleicht einen Titel wähle, indem ich wie Nono vielleicht den späten Hölderlin als Themen drüber. Das ist aber auch in einer das ist auch in einer ästhetisierenden Form genommen von Nono. Aber das heißt, ich kann in dem Moment. Kann ich als Künstler, also als Komponist, kann ich natürlich mit Werken, mit Text, allgemein kann ich mich natürlich artikulieren und sonst mit der Wahl der Titel und sonst mit meinen öffentlichen Auftritten, Interviews, Texten, was auch immer. Aber natürlich hat Musik auch den Vorteil, natürlich abstrakter zu sein. Und gerade das ist auch die große Qualität der Musik, dass sie eigentlich nicht zu instrumentalisieren ist. Obwohl sie instrumentalisiert wird, ist Musik eigentlich. Und das ist wahrscheinlich ein großer Vorteil, ist eigentlich in einer Sphäre, wo Politik gar nicht hingelangt. Es ist natürlich die Sphäre der Freiheit einfach, würde ich sagen. Und natürlich, wenn ich mit Text arbeite oder auch in der bildenden Kunst mit Bild mit inhaltlicher Semantik arbeite, dann ist das natürlich naheliegend. Aber wie gesagt, schreibt man ja einige Werke mit Text und da weiß Musik über sich hinaus oder wird Musik auch zum Vehikel natürlich. Du hast ja, was dieses Abstrakte betrifft, du hast ja in der Diskussion
die wir im Herbst geführt haben mit Ruth Beckermann, mit der Doris Uhlig und mit Oliver Machert, hast du auch schon davon gesprochen, dass deine Mittel im Musiktheater eben abstrakte sind. Dass du also zum Beispiel Tonhöhen oder Lautstärken oder Klangfarben hintereinander setzt. Kannst du das näher ausführen? Die Frage habe ich nicht ganz verstanden. Was habe ich? Also das. Du hast gesagt in dieser Diskussion, dass deine Mittel im Musiktheater ja per se abstrakte sind. Ja. Dass du also arbeitest mit Tonhöhen, Lautstärken, Klangfarben. Mhm. Das hätte mich jetzt interessiert. Na gut, präzisieren muss ich, dass im Musiktheater bin ich natürlich nicht so abstrakt, weil natürlich hat dieses Musiktheater oder das Schreiben für die Bühne hat natürlich einen Hintergrund. Das ist jetzt keine Musik, die wertfrei dasteht. Und insofern kann ich, wenn ich zum Beispiel, ich bin eigentlich kein Freund von Zitaten, prinzipiell nicht, aber in den Weiden habe ich zweimal Wagner zitiert, Richard Wagner. Und wenn man zum Beispiel die Meistersinger Ouvertüre hernimmt, das ist ein politisch sehr aufgeladenes Stück. Das heißt, das ist ein Stück, das weist über sich hinaus, das weist allein durch den Missbrauch, ob zu Unrecht oder zu Recht, ist wieder eine andere Diskussion. Diese Musik weist darauf hin, auf einen ästhetischen Diskurs oder einen politischen Diskurs auf. Und das heißt, wenn ich aufgeladene Musik nehme von Richard Wagner, ist es so, wie wenn ich mich als Schriftsteller auf Céline als Zitat beziehe. Das hat natürlich einen Rahmen. Und wahrscheinlich würde ich jetzt insofern sagen, dass natürlich im Musiktheater die Tonhöhen und die Klangfarben im Dienste natürlich einer Idee stehen und eines Inhaltes. Das heißt, insofern würde ich das ein bisschen abschwächen. Vielleicht habe ich es auch, ich weiß nicht, ich kann mich jetzt nicht erinnern, in welchem Zusammenhang, vielleicht habe ich mich von irgendwem abgegrenzt. Genau, da ging es schon um das Abstrakte im Verhältnis zu was anderem. Aber wenn man jetzt ein Thema wie in den Weiden, die wir gewählt haben, wenn es darum geht, um die Verpestung des politischen Diskurses in der gesellschaftlichen Mitte, dann natürlich hat man eine Mission, dann unterstützt die Musik natürlich auch eine Absicht, das ist ganz klar. Aber das heißt, im Grunde ist schon so, dass jetzt nicht per se das Setzen von zum Beispiel Tonhöhen oder Lautstärken hintereinander das per se politisch ist, sondern es geht um den Kontext, oder? Weil wenn ich Sprache verwende, Worte in der Sprache, ist es ja auch so, ich glaube, viele Autorinnen und Autoren kämpfen ja auch wieder für eine Reinheit der Sprache. Weil natürlich Sprache im politischen Diskurs wird missbraucht, wird missbräuchlich eingesetzt, also gewisse Bilder zum Beispiel werden generiert. Das ist natürlich für Autoren ein viel größeres Problem. Bei Musik, wie ich sie schreibe, die jetzt in überwiegender Mehrheit abseits der Unterhaltungsmusik läuft, habe ich das Problem nicht. Weil in dem Moment, wo ich in zeitgenössischer E-Musik mich bewege, da habe ich jetzt nicht viele politische Überschneidungen. Das ist eine Musik, die Politiker meistens selbst nicht schätzen und auch nicht kennen und auch nicht missbrauchen können. Mhm. Sage ich jetzt mal ganz ehrlich. Wenn ich andere Musik schreibe, dann, also wenn ich, wahrscheinlich Popmusik hat da viel, viel, viel mehr das Problem einer verloren gegangenen Unschuld. Das haben wir gar nicht so. Das ist mal eine These, das könnte man noch diskutieren. Aber ich meine, in jedem Bierzelt wird Popmusik gespielt, was auch immer. Ich meine, allein wenn man sieht, dass die FPÖ mit Falcos Musik hausieren geht und Falco wahrscheinlich damit gar nichts anzufangen wusste. Ich meine nur, diese Musik ist viel leichter instrumentalisierbar. Mhm. Meine Musik kann man schwer da spielen. Das wird sich nicht ausgehen. Gut, aber dann sind wir jetzt, also du bist jetzt eh quasi schon weiter, jetzt sind wir eh schon dabei, die Musik ist quasi schon fertig, ist schon da und wie wird die dann verwendet? Oder instrumentalisiert. Naja, aber ich kann natürlich auch, gerade beim Musiktheater kann man natürlich auch Stimmungen mit Musik sehr stark erzeugen. Also Gefühle der Beklemmung, Gefühle des Einschmeichelns, Gefühl sozusagen, das ist natürlich Oper. Mhm. Ich ziehe einen Zuhörer heran und dann schlage ich ihm von hinten eine rein. Das ist so, das ist natürlich mit Mitteln der Musik. Also man kennt das ja psychoakustisch, eine
eine große Trommel, die leise hineintremuliert, das hat ein Gefühl der Bedrohung. Mhm. Und das, und mit solchen Dingen spielt man natürlich als Komponist, mit Erwartung, mit Überraschung, mit Erschrecken, mit plötzlich ist ungewohnt sanft sein bei einer Stelle, die vielleicht mehr Brutalität so thematisch erfordert. Also da hat man natürlich schon eine starke Waffe in der Hand. Das sieht man auch bei Filmmusik sehr stark, wie das wirkt. Ein Film mit Musik, ohne Musik, ist oft sehr... Also könnte man vielleicht sagen, wenn man es jetzt so runterbrechen will, wenn man es jetzt zum Beispiel vergleicht mit Literatur, was ja, würde ich sagen, jetzt oft schon auf einer eher, ich meine, es ist textuell, ist ja eher eine, vielleicht eher analytische Ebene, dass das auf musikalischer Ebene vielleicht eher was Suggestives ist. Suggestiv auf jeden Fall. Ich meine, man muss ja auch schauen, also auch Diktaturen brauchen Musik. Das heißt, Musik ist ja ein sehr starkes Mittel und musikalische Mittel, also vor allem das Wiedererkennbare, also sagen der Moment, wo Musik das kollektive Denken oder sozusagen das persönliche Denken da ausschaltet und man in ein Kollektiv rutscht, so in großen Chorszenen, in großen also man kennt dieses Rockkonzertmoment, wo sozusagen die Individualität sich auflöst. Das ist auch durchaus was Problematisches, weil sozusagen in dem Moment ist man natürlich politisch, kann man einen Menschen fangen. Und ich meine, gerade Bands wie Rammstein, die mit so einem Zeug spielen, mit Verführbarkeit durch Gewalt, Bilder und so, das ist, wie gesagt, in der Popmusik ein großes Thema, natürlich auch in der E-Musik kann man, ist das auch ein Thema. Wie gehe ich mit Blechgewitter, mit Schlagzeug, hat natürlich eine Geschichte. Also, klar. Für mich klingt das jetzt eher so, als weil man ja das Publikum eher so auf emotionaler, eher so, finde ich, fast ein bisschen unterschwelliger Ebene eigentlich zu greifen kriegt, als würde das eher, das hat ja fast schon so was Faschistoides. Ja, also das, auf jeden was Fall. Man hervorrufen kann, dass das eigentlich sich politisch... Oder nicht. Es kann auch vom Gegenteil sein, gerade wenn Musik in verantwortungsvollen Händen liegt. Also wenn die Komponisten aus der anderen Ecke kommen, dann ist einem das ja auch bewusst. Und der Überwältigungseffekt der Musik per se ist ja nichts Faschistisches. Das heißt, wenn ich in einer fünften Beethoven sitze, ist es ja noch nicht per se faschistisch, sondern es ist per se eine großartige Musik, die eine irrsinnige Sogwirkung entwickelt. Und ich meine, gerade im Kommunismus wurde Musik ja auch wunderbar eingesetzt, also für Aufzüge. Und wenn man sich anschaut, so die Zeit von die klassischen Arbeiterkampflieder, das sind ja teilweise super, super Lieder, also Hanns Eisler, Ernst Busch, diese Zeit, das ist eigentlich... Also wie gesagt, Musik per se ist ja unschuldig und Musik per se kann instrumentalisiert werden. Es kann instrumentalisiert werden, de facto kann eine Musik im Bordell gespielt werden als Hintergrundmusik. Da ist die Musik in dem Moment vergewaltigt natürlich und gewisse Musiken eignen sich, sie missbräuchlich einzusetzen und gewisse Musiken kann man schon gar nicht missbräuchlich einsetzen, weil wenn man sie bringt, dann weiß man vielleicht über den Komponisten Bescheid, über den thematischen Hintergrund, über die Ausrichtung. Das heißt, ich glaube, die, aber das ist wahrscheinlich ein Bild, das Komponistinnen und Komponisten auch durch ihre, wie gesagt, durch ihre Themenwahl und durch ihre öffentlichen Artikulationen natürlich mit sich mitliefern und nicht jetzt per se durch ihre Musik, das muss man schon auch sagen. Und ich glaube auch, die Musik soll sich auch dagegen verwehren, sozusagen böse oder gut zu sein, weil Musik ist per se weder böse noch gut. Ich meine, das Dilemma kennt man bei Wagner natürlich. Richard Wagner ist ein toller Komponist und hat eine sehr, sehr problematische Schlagzeit und ist auch völlig schuld daran, dass er schlecht rezipiert wurde. Das ist jetzt kein unschuldiger Komponist. Das war wahrscheinlich, und da sieht man da, dass es einfach so schwierig ist, sowas zu beschreiben. Und ab, ich meine, es sind da sehr, sehr viele Bücher drüber geschrieben worden. Das ist einfach ein großes Thema. Kann Musik keine böse Absicht, sozusagen kann ein Komponist ein eigentlich böser Mensch sein und trotzdem gute Musik schreiben? Und das ist in der, wahrscheinlich, wenn man, ich habe jetzt gerade gelesen von Mishima, den Tempelbrand, das ist ja gerade bei Schriftstellern auch so. Ich meine, Mishima, weiß man, hat sich spät im Leben eigentlich dem japanischen
eigentlich kaisertreuen Faschismus zugeordnet, ist trotzdem ein spannender Schriftsteller, den man jetzt nicht wegwischen kann. Und das ist natürlich ein Dilemma in der Beschreibung. Man teilt seine politischen Überzeugungen nicht, gar nicht, sieht aber trotzdem die Qualität in seiner Arbeit. Also das ist ein heikles Thema. Und es gibt natürlich, ich habe ein Jahr an der Hans-Eisler-Hochschule studiert in Berlin und da waren noch einige Komponisten aus der ehemaligen DDR dabei. Und es gibt natürlich auch, sage ich jetzt mal, kommunistische oder marxistische Komponisten, die in guter Absicht erbauliche Werke geschrieben haben, die mich künstlerisch jetzt nicht so interessieren. Das ist auch, da wird Brecht vertont zum Beispiel, aber die Musik interessiert mich in dem Moment nicht. Also es ist so, ja, schwieriges Terrain.